So, hallo und ganz herzlich willkommen hier mal zu einem neuen Video seit langem und dieses Mal einfach mal mit dem Thema Sommerferien. Und zwar findet ihr die so lang, wie sie sind, okay, da unten ist das, was ich suche, oder findet ihr sie vielleicht viel zu kurz, weil meine Meinung dazu ist ja, die sind eigentlich optimal ausgelegt, halt, das Problem ist aber, sie sind teilweise wirklich für manche, unter manchen Umständen auch zu lang. Ich weiß, 6 Wochen keine Schule ist cool, aber das müsst ihr euch einfach mal vorstellen, ihr fahrt zum Beispiel nicht weg und dürft halt einfach in der Zeit nichts machen, weil ihr zu Hause rumhockt. Das ist doch auch mit der Zeit ganz schön langweilig. Jetzt muss ich nochmal kurz gucken, ich kenne die Map nicht. Wo hier denn bitte, da spawnt Eisen. Gut, wo denn hier bitte Eisen spawnt, so, für 6 würde es ein gutes Schwert geben, das ist auch schon mal gut. Dann wäre natürlich ein bisschen Rüstung nicht schlecht. Gut, hinter dem komme ich jetzt natürlich nicht mehr hinterher. Die sind jetzt schon alle zur Mitte gerannt, das ist jetzt optimal scheiße, dass ich einfach mal nicht zur Mitte gerannt bin, aber egal. Fress ihren, wofür brauche ich eine Mitte Glas? Egal. Mal gucken, 4, das reicht doch immer für eine akzeptable Rüstung. So. Ich muss aufpassen, der steht da drüben. Ah, jetzt sind wir auf so einer ganz tollen Position, wo wir natürlich so schräg sind, dass wir halt entweder schräg dahin bauen dürfen. Aber das ist hier auf dem Server bei Rot generell so. Danke, ich brauche jetzt mal kurz irgendwas, was ich anbauen kann. Das Rot eigentlich immer so quer liegt bei Ansatz 1 Spielen, das heißt ganz behindert. Und ich weiß, dass wenn ich jetzt weggehe, dass der jetzt gleich wahrscheinlich kommt oder der hinten auf mich wartet. Oder eben so. Jetzt können wir dann natürlich nicht rübergehen, weil der da ist. Das heißt, im Optimalfall warten wir jetzt. Ja, und erfahren uns mal ein bisschen, was das Problem ist. Ich mache mir jetzt erstmal eine Kiste, damit ich meine Sachen, auch wenn die hier theoretisch andere Sachen rausnehmen können, verstauen können. So. Ich meine ganz ehrlich, dann sollen sie das jetzt raus. Das ist nämlich auch so ein bisschen das Problem, wenn man in die Mitte baut. Man muss damit rechnen, dass jemand anderes einfach da ist. Ja. Das ist jetzt aber trotzdem nicht schlecht, darüber zu bauen, wegen dem Gang zur Mitte ganz einfach. Da hat die Bettwurstrunde verlassen. Ich glaube, dass, ich bin mir jetzt aber nicht sicher, dass damit einfach nur gemeint ist, dass er halt wirklich gestorben ist, weil klar ist, da geht es zur Mitte von mir aus. Da ist mit Eisen, okay. Jetzt ist halt einfach übelst weit von den ganzen Eisen, kann ich jetzt einfach sagen. Tang, wisst ihr, so. Achso, das sind die gleichen Schwerter, okay. Ich renne mal kurz zurück auch, um so ein bisschen Scheiße zu verstauen. Einfach damit, wenn wir jetzt sterben sollten, halt noch ein bisschen was in der Kiste liegen haben. Ne, das war jetzt auch nicht mein Bett unbedingt. So, jetzt sortiere ich mich mal ein bisschen. Jetzt wird aber halt auch einfach Gold wichtig, um halt noch ein besseres Schwert. Und natürlich vor allen Dingen halt auch am Ende, und das war mein Handy, dieses Pfeifen, wenn ihr das gehört haben solltet. Ja gut, ich warte dann, ich hole mir dann jetzt doch lieber hier das Gold erstmal. Was ist, baut er sich jetzt hier? Ach ne, da oben ist blau, aber der traut sich jetzt auch irgendwie nicht lang. Ja, aber er ist mitgefallen und ich habe das nötige Gold, um mich wieder so aufzurüsten halt. Deswegen ist das jetzt erstmal nicht weiter schlimm. Ja klar, ist jetzt auch das ein bisschen wichtig, aber halt nicht so ausschlaggebend, wie das jetzt gerade war. Und ihr seht, der Knüppel hat... Oh, jetzt habe ich 30 Knüppel davon, was auch nicht schlecht ist an sich. Hat mir jetzt halt auch wirklich ein bisschen gut, Knüppelvorrat sage ich jetzt mal einfach, habe ich... Ne, habe ich nicht. So habe ich die Cap nicht angezogen, so. Oh gut, der Tod war jetzt gerade etwas auch leicht unnötig von mir halt. Er wollte halt zu mir rennen und hat halt gehofft, dass er dadurch halt an mich drankommt. Da drüben ist Ronk. Okay, ich muss zugeben, vielleicht lag ich dieses Mal auch etwas optimal hier, dass sie nicht auf mich losgestürzt sind, aber das gehört halt auch dazu, will ich mal zu sagen. Das Tolle ist, dass die hier lang müssen. Ja, ich könnte jetzt ganz fies sein, einfach zu dem rennen, aber das wird mir, glaube ich, nicht gut tun, ohne
Das, was, weil er hat jetzt deutlich bessere Sachen. Durch das Gold, schätze ich mal. Das macht aber nichts, wenn jetzt gerade Gold respawnt. Das heißt, wir holen uns jetzt das ganze schöne Gold. Und rennen jetzt auch zurück in der Hoffnung. Ja, bin runtergefallen. Das war jetzt auch mal wieder eine Glanzleistung von mir. Egal. Hier ist jetzt wichtig. Du noch, weil das jetzt nicht so ausschlaggebend, dass man sagen konnte. Geh dich erhängen, jetzt warst du in dem Bereich. Scheiße, du bist einfach nur strohdumm. Ja, und ich. Ich hab dann Kuchen, ich kann auch so. Klang, klang, klang. Lebt orange. Nee, das ist gelb, aber gelb lebt auch nicht mehr. Das heißt, ja, das wird eine interessante Runde auf jeden Fall. 15, das ist jetzt nicht gerade viel. Wollen wir uns mal das Gold von da. Okay, jetzt waren hier da runter gut. Er ist jetzt erstmal auch gestorben, aber er dürfte mittlerweile auch relativ. Ich baue jetzt hier einfach mal so ein bisschen zu, nicht dass ich jetzt hier gleich noch drauf gehe aus irgendwelchen Gründen. Gut, 32 sind halt auch 32 fürs Erste, da muss man ja ganz ehrlich mal so sagen. Ja, das ist jetzt erstmal nur so für meine Sicherheit Vergleich. So. Und zurück, das war jetzt einfach nur so für den Fall, dass ich nochmal so einen Glanzabsturz hinlege, wenn ich so nennen darf. 1, 2 für Notfall. So. Ja, ich weiß, es ist gefährlich, wenn ich immer vorhin komme. Da die. Jetzt wieder zur Mitte, weil aus der Mitte kommen wir halt auch prinzipiell überall hin und wir sind halt auch wirklich noch zu dritt. Das heißt, das ist eine sehr spannende Runde. Pass auf, sieht man mich? Wenn ja, habe ich ein Problem. Ja, gut, das ist jetzt viel, sagen wir es mal. Ganz ehrlich, ist es viel. Und mit diesem ganz vielen Gold kann ich meinen Bogen und halt ein OPs Schwert leisten, wenn ich nämlich wieder runterfall. Weswegen ich aber eigentlich vorgesorgt hatte. Liegt auch daran, dass ich mich kenne, ne? Hut ist gestorben, das ist jetzt schlecht für ihn, wenn man es mal so sagen darf, weil. Ja, jetzt kann ich mir natürlich erstmal durch mein Versehen das leisten. Ja. Gut, jetzt kann ich mir zwar kein OPs Schwert mehr leisten, aber das ist auch halt nicht schlecht, sagen wir mal so, weil ich meine, das Schwert hatte wie viel gekostet? 6. Ja gut, ich habe jetzt nicht die Preise hier so im Kopf, dafür spiele ich es wahrscheinlich, habe ich jetzt auch in letzter Zeit selten gespielt. Aber das sollte doch noch hinhauen. Bekriegt euch mal da oben, das ist gar nicht so schlecht, denn dann hole ich mir jetzt nochmal schnell eine Spitzhacke. Ja, aber nicht daraus, denn dafür ist mir ein bisschen doch zu schade. Da kann ich mir gleich lieber noch einen Erstklassebogen holen, der ja auch nicht so schlecht ist, wenn man ehrlich ist. Ich bin jetzt gerade unsicher, weil da orange steht. Das ist, glaube ich, die Base von Gelb, ne? Soli. Ja, das ist jetzt auch wiederum dumm, aber der dürfte gar nicht. Ja, scheiße war das jetzt, aber das. Gut, der ist jetzt nicht so schlecht, muss man ihn lassen, aber das macht mir jetzt relativ wenig aus, um ehrlich zu sein. Als erstes der Bogen, der ist nicht am wichtigsten, sollte jetzt gleich kommen. Gut, der kommt auf jeden Fall immer von da, das heißt, sich darüber zu bauen wird auf jeden Fall was bringen, so. Jetzt mir mal kurz das holen. Nur so zur Sicherheit, so. Ja, ich. Du weg. Du her. So. Jetzt brauche ich noch ein bisschen Fresschen. Das sollte aber auch nicht das Problem sein. Gut, während die sich. Achso, der kommt immer so. Okay. Trotzdem will ich jetzt zur Mitte gehen und dieses Mal nicht so dumm sterben. So. Wir sind erst da. Mal gucken. Kommt da zurück. Gut, auf jeden Fall ist er jetzt nicht so schnell in der Mitte wie ich. Das ist sein Nachteil. Ja. Wurde von ihm getötet halt. Das ist halt jetzt auch nicht gut für ihn.
wenn man es mal so ehrlich sagen soll. Wir sind dann also jetzt 10 Minuten in der Aufnahme. Das muss ich aufpassen. Jetzt wird er nämlich gleich kommen und versuchen, mich runterzuschlagen. Höchstwahrscheinlich, obwohl. Oder ich schlage mich selbst runter mal wieder. Sorry, das seid ihr ja von mir gewohnt, aber ich wundere mich, dass die nicht so auf mich gehen, aber nein. Das sollte mich erfreuen. So, mal schnell wieder hier das Eisenequip holen. Ich glaube, ich hole mir jetzt keinen Gold, sondern versuche einfach mal auf ihn zu gehen. Das wäre nämlich auch ganz hilfreich. So. Kommt dann nicht. Wahrscheinlich hat er jetzt gefällt, der hat da noch ein bisschen Gold in Reserve. So, Schlangen. Vielleicht jetzt könnte ich auch mal so einen Stack holen. Vor allem der Knockback-Stick kann extrem wichtig werden, das haben wir ja bemerkt. Dat. Zwei Eisen dafür. Dann hätten wir jetzt gedacht. Die Konstrukte da finde ich auch sehr interessant, ich kann mich nicht da lang bauen, ohne dass es auffällt. Allerdings kann ich warten. Ja, das ist äußerst scheiße jetzt für mich, weil dann kann ich jetzt doch nicht irgendwie mehr entsprechen. Das heißt, ich muss dann jetzt doch darauf hoffen, dass er noch ordentlich was an Gold liegt. Ordentlich, ne? Aber mehr als hier. Vielleicht für einen erstklasse Bogen und einen Schwert, wenn ich jetzt nicht wieder drauf gehe. Das hoffe ich jetzt gerade aber nicht. Sorry für Bugnoob, ja. Daran merkt man jetzt auch schon wieder, dass... Egal, ich sag dazu jetzt mal nichts. So. Während die sich da kloppen, das ist nämlich optimal auch für mich. Auch wenn das jetzt vielleicht etwas fies klingt, aber... Sorry für Bug, nicht, das sagt eigentlich schon alles so. Auch... Wenn das jetzt hart klingen mag, was hat das eigentlich? Knockback und Sharpness, das ist gut. Ist auch an sich so gut, weil das heißt, der müsste ja da sein, das heißt, wenn ich da hochbaue, den das gar nicht dürfen sollte. Wieso ich mir gerade für Gold das nicht geholt habe, ganz ehrlich, keine Ahnung. Ja, sehr schön, dass im Team Orange das Bett abgebaut wurde. Ja. Dieses Zurück Backen hier auf dem Server näher ab. Das habe ich erstmal nur auf dem Server, das heißt nicht an mir. Wenn er es wirklich ist, muss ich aufpassen halt. Was ich aber ehrlich gesagt bezweifle. Okay. Problem ist, wenn ich da jetzt so runtergehe, bin ich wahrscheinlich schon ziemlich mit. So. Die Frage ist jetzt, baut er sich hoch? Was an sich keinen wirklichen Großsinn hat, sagen wir es mal so. Ich weiß, dass du da drunter bist. Wie hat er das denn jetzt geschafft? Ja, gut, egal, jetzt ist das. Jetzt habe ich. So. Weil das ist. Ja gut, dann machen wir es jetzt folgendermaßen. Ja, nur Skill. Jetzt rüstet er sich auch noch einen sehr schönen Wurf auf jeden Fall. Ich doch gerade so noch für den Anschaffungskauf. Ja, komm du mal her, so. Ja, weil er jetzt auch meint, dass ich dumm bin und jetzt hier nichts unternehme gegen ihn. Wie schnell... Okay, ich weiß jetzt nicht. Ich spiele es dafür selten, aber das sieht mir doch sehr komisch aus. Könnt ihr mir mal bitte sagen, ob das Hacks oder Skills sind in den Kommentaren? Auf jeden Fall weiß ich jetzt schon, dass es eine sehr spannende Runde war. Ja, gut, das war jetzt meine eigene Dummheit, aber... Ja. So, damit hätten wir das Thema dann auch geklärt. Ich sagen. Ja. Das
war jetzt, das kam mir sehr zugute, dass er da so dumm stand. Um ehrlich zu sein, das hat jetzt wahrscheinlich mehr mit Glück als mit einem anderen zu tun. Ich musste gerade aufpassen, nicht, dass der so schlimm ist und direkt wieder herrennt, denn das traue ich dem echt zu. Ja, das brauche ich jetzt gleich eh. Das habe ich gesagt. Als ob ich das nicht merke, mein Lieber. Hm. Ja, das bringt nämlich nochmal um einiges mehr, weil ich glaube nicht, dass der sich hier so schnell reinbaut. Wie ich denke, so, jetzt muss auf jeden Fall schon mal zwei Gesteinsschichten durchhauen. So. Ja, toll, jetzt hast du das erreicht, aber... Er ist auch schon unten drin. Hm? Was ist das denn? Wo ist der denn bitte? Ach, da oben. Also er hat wahrscheinlich gerade so gescheckt, scheiße, der hat da einen Stein vorgebaut, das dauert wohl mit dann etwas zu lange. Ja, wie nett. Aber geschickt, ich dachte schon, was will der jetzt von mir, aber ich habe das glaube ich verloren, ich glaube dafür bin ich dann doch zu schlecht. Ja, ich sag doch, dafür bin ich dann glaube ich doch zu schlecht, obwohl wenn ich mich beeile, das ist ja das einzig Schlau, was ich jetzt noch machen kann, ist... ihm zurück in die Base zu rennen, denn ja, ganz tolle Sache, Dominik. Ja, komm, mit etwas Glück. Nicht, wenn ich jetzt... Ja, egal. Ja, das war jetzt aber auch mein Vorliegen. Ich wusste 100 Pro, dass das, was? Ich... Nee, ne? Das war mir jetzt auch 100 Pro klar, dass ich hier, keine Chance mehr hat. Das war auf jeden Fall eine sehr interessante Runde. Dann würde ich sagen, ciao, bis zum nächsten Mal.